Heute werde ich die Frage behandeln, warum einige den südöstlichen Teil der Türkei vom Rest des Landes trennen möchten. Es gibt einen künstlichen Fachausdruck, das Kurdenproblem. Seit langen Jahren gibt es in unserem Land diesen häufig benutzten Ausdruck. Diese Ausdrucksweise, das Kurdenproblem, hat über mehrere Jahre viele Menschen irregeführt. Denn ein Teil der Menschen glaubten tatsächlich, dass es ein Problem gibt, welches unsere kurdischen Geschwister verursachen. Als ob unsere kurdischen Geschwister nicht Kinder dieser Heimat wären, als ob sie nicht Individuen der türkischen Republik seien. Somit dachten viele, dass es eine Feindseligkeit zwischen den Kurden und den Türken gibt. So entstand aus diesem Namen das Kurdenproblem ein Propagandamittel für jene, die dieses ausnutzen möchten. Dagegen ist dieser Ausdruck nur ein Täuschungsmanöver. Es wurde so benannt, damit wirklich eine Trennung zwischen den Türken und den kurdischen Geschwistern erzielt werden kann. Dadurch, dass dieser Ausdruck, das Kurdenproblem, immer wieder benutzt wird, entstand die Annahme, dass es wirklich ein Problem gibt und somit wurde die künstliche Feindseligkeit erreicht. Während bislang die Lasen, die Tscherkessen, die Georgier, kurz gesagt alle Volksstämme auf türkischem Gebiet als Türken identifiziert wurden, in Wohlstand und Ruhe lebten, ihrer Tradition nachgingen und ihre eigenen Sprachen nutzten und trotzdem als Türken galten, wurde plötzlich die Sprache der Kurden und deren Identität als Türken in Frage gestellt. Jahrelang lebten Kurden und Türken mit der gleichen Identität, nämlich als Türken, auf gleichem Terrain. Als dann diese künstliche Trennung erzeugt wurde, dachte ein Großteil der Gesellschaft, dass es wirklich ein Problem gibt und somit entstand die Basis für die aktuellen Gespräche über eine Trennung. Doch eigentlich wird unter diesem Namen das Kurdenproblem ein schmutziges und gefährliches Spiel getrieben. Es gibt im Südosten unseres Landes eine Vorbereitung für einen kommunistischen, stalinistischen, leninistischen Staat und die Basis davon wird mit dem Kurdenproblem geschaffen. Geheime Kommunisten, welche in manchen Medien tätig sind, machen in dieser Hinsicht immer wieder Medienpolitik und Propaganda. Sie reden den Menschen ein, dass durch eine Teilung der Türkei alle Probleme gelöst werden würden. Dabei bedeutet ein Stück Land herzugeben der Anfang einer Katastrophe. Dieser künstliche Name, das Kurdenproblem, welche seitens mancher Kreise unterstützt und gefördert wird, ist eine Vorbereitung für einen kommunistischen, stalinistischen, leninistischen Staat. Wie wir ja wissen, werden kommunistische Regime ins Leben gerufen, wenn die Lage aus Konflikten und Verwirrungen besteht. Damit ein kommunistisches Regime dominieren kann, muss erst einmal ein Aufstand gegen die bisherige Regierung stattfinden, damit auch eine Atmosphäre des Kampfes entsteht. Da Kommunismus Kampf, Terror, Konflikte und Brutalität bedeutet, ist eine Atmosphäre der Verwirrung von Notwendigkeit, um so ein kommunistisches Regime sesshaft zu machen. In China, Kambodscha, Südkorea, all dort herrschen kommunistische Regime und dort wurden dieselben Taktiken angewandt. Mit Propagandamitteln wurde das Volk aufgehetzt und anschließend wurden Millionen von Menschen durch das brutale Regime getötet. Im Südosten unseres Landes wird genau dieses dreckige Spiel geplant. Das Problem im Südosten ist nicht das Nationalbewusstsein oder die Bedingungen der Kurden, in welcher sie sich befinden, sondern man erkennt, dass durch die Ausrede das Kurdenproblem ein Milieu der Verwirrung geschaffen werden soll. Wie unsere kurdischen Geschwister in diesem brutalen Ziel eines kommunistischen Systems ruiniert werden, kann man erst verstehen, wenn man die Ideologie der PKK im Detail erforscht. Diese stalinistische, leninistische, marxistische und materialistische perverse Ideologie basiert nur, aber nur auf dem Darwinismus.